Nein, wir kamen, also, als das Festival abgesagt wurde, kamen wir auf unser Green Camping Platz zurück. Und ja, es war Feuer im Dixi-Klo. Servus, liebe Leute. Euren Kommentaren zufolge erwarten viele Leute von mir einen Rock am Ring Vlog. Dabei habe ich schon mehrfach gesagt, dass ich dieses Jahr gar nicht vor Ort war. Wer aber vor Ort war, sind meine Freunde Marvin und Andy. Und die können euch jetzt ein bisschen was davon erzählen und zeigen. Bitteschön. Zu eurer Linken haben wir hier Andy. Und zu eurer Rechten haben wir Marvin. Rosi Superstar war auch vor Ort, sie sucht immer noch nach ihrem Kopf. Hey! So, zu eurem Rock am Ring Trip. War das fünfte Mal da? Wie war denn für euch erstmal die Anfahrt? Ihr seid ja am Mittwoch losgefahren. War top. Also, erstmal war es trocken bis 4. Ein Zelt aufgebaut, wunderbar, es hat angefangen, als wir alles aufgebaut hatten. Ihr wart Greencamper, ne? Alles top, ja, wir waren Greencamper. Tolle lila an der Bändchen hier. Ja, habe ich schon gesehen, mit Plastikverschluss. Ja, das haben aber andere auch mit Plastik. Die sparen jetzt gerade, wo sie können, wird ja jedes Jahr besser. Aber platzmäßig war es jetzt im Vergleich zum letzten Jahr? Kein Problem. Kein Problem. Es war kein Problem. Wir kamen, wie gewünscht, zur richtigen Zeit an, wie auf der Homepage beschrieben, und ab 12 Uhr. Waren so gegen kurz vor 1 da mit vielen anderen, wurden auf den Parkplatz eingewiesen von reichlich Personal. Da standen bestimmt 15 Mann nur fürs Einweisen. Okay. Die hätte ich gern bei der Abreise auch gehabt. Das stimmt. Da war nämlich niemand. Dann sind wir weiter zum Zeltplatz. Die Gepäckkontrolle ist zum Glück ausgefallen, da Herr Lieberberg persönlich am Zelt, am Gepäckstand war und die Leute einfach nur durchgewunken haben. Ich hätte gerne ein Selfie mit ihm gemacht, aber er sah sehr gestresst aus. Wie war das denn dieses Jahr mit den Gegebenheiten des Bodens? Letztes Jahr war da dieser Schotter und diese Sackkarren sind ja alle kaputt gegangen. Alles top, ey. Also entweder asphaltiert oder es war so verdichteter, genau, Schotter und drüber Split, also war top verdichtet. Also das, was sie quasi in den Mädchen gespart haben, haben sie in Asphalt gemacht. Oder dieses geschottert mit Split oben drüber. Also du konntest wunderbar mit allem fahren. Perfekt. Also, ja, wunderbar. Besser geht's nicht. Zur frühen Anreise war natürlich schade, dass man das erst 4 Wochen vorher erfahren hat, dass es 20 Euro extra kostet, weil ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die deswegen nicht Mittwoch gefahren haben, aber der Mehrteil ist am Mittwoch gekommen und es war halt schade, dass es erst 4 Wochen vorher gesagt wurde, weil man plant seinen Urlaub ein Jahr im Voraus, man weiß, dass man Mittwoch fahren will und lässt sich dann auch nicht mehr von 20 Euro im Endeffekt abschrecken, aber die Kohle haben sie trotzdem bekommen. Donnerstag war ja noch der Tag, wo wir ganz normal free saufen, so wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben. Aber wir waren noch im Disco-Zelt. Wie habt ihr denn die Gewitter Freitag und Samstag aufgenommen? Also habt ihr das jetzt auch direkt von der Bühne erfahren oder hat sich das... Ach, Freitag war das ja, also es wäre erstmal alles eigentlich gut. Es hat aber geregnet durchgängig so, seitdem wir auf Festivalgelände waren, waren da 3, 2? Wir waren um 2:30 da, dann ging es los mit Offenheit. Und dann ging es auf einmal los. Aber, also die haben das angesagt und 2 Minuten später ist es losgegangen, gerade schon, vielleicht 5. Genau, wir haben auf Tenacious D gewartet, so gegen 8. Ja. Und irgendwann kam die Durchsage, dass man sich von allen Lautsprechertüren fernhalten soll und von allen metallischen Gegenständen und Gestängen. Hieß es, wir sollen den Platz bitte räumen und zu unseren Zelten zurück. Und aber da war es schon dazu. In dem Moment, wo sie das gesagt haben, hat es 10 Sekunden später angefangen zu rechnen. Ja. Und 90.000 Mann verlassen den Platz. Aber übelster Starkregen. Die ganze Landebahn war ein reißender Schluss. Also stand es natürlich nur im Wasser. Das war vielleicht ungünstig für die Blitzeinschläge. Da haben wir auch Sachen bekommen. Ich habe zum Beispiel mitgekriegt bei den Blitzeinschlägen. In seiner Nähe hat eine irgendein Mädel, das stimmt eben in der Pfütze da noch, im Festivalgelände, ist der Blitz wohl daneben irgendwo, irgendwo in der Entfernung so eingeschlagen und die ist sofort umgekippt mit Herzstillstand. Also 2 mussten sie ja wohl reanimieren oder so. Aber Das hat man so gehört, wir haben natürlich keinerlei Beweise dafür. Ja, aber der das erzählt hat, gesagt, das war der Feuerwehrmann, der hat erzählt, daneben, nicht daneben, aber 50 Meter daneben gestanden oder so. Also ich habe das heute bei 1 live gehört, dass wohl ein Typ gesehen hat, wie ein Blitz ins Feld eingeschlagen ist und die Erde 15 Meter hochgeflogen ist. Das habe ich auch heute auf 1 live gehört. Kann so sein, das weiß ich. Ja, 1 live ist eine super gute Quelle. Wir lieben 1 live. Und dann stürmten 90.000 Mann die Landebahn und sind aus dem Festival rausgegangen. Es war aber vollkommen entspannt. Es gab keine Panik, keine Drängeleien. Ich habe auch keinen einzigen Menschen mit schlechter Laune gesehen. Alle sind einfach wie die Watschelentchen über diese Landebahn vom Festival gegangen. Mal ganz kurz, verglichen mit dem Sturm letztes Jahr.
Was war schlimmer? Ja, nee, also vom also Wind, es war kaum. Also vom Wind her war eigentlich kaum Wind. Es war windstill. Also wir sind zwar ziemlich viel Zelt wo kaputt gegangen, aber das kann ja eigentlich nur vom Start hingekommen sein, weil... Marvin, während des Gewitters hast du da Andis Hose versteckt. So wie letztes Jahr bei mir. Ja, klar, unbedingt. Das war nicht notwendig, weil wir in Ruhe unter dem Pavillon saßen und Schnapsmelone getrunken haben. Was war ein Social Experiment letztes Jahr, ne? Genau. Und dann hat Marvin, der Wichser, noch meine Hose versteckt. Genau. Als ich draußen stand und das Zelt festgehalten habe. So, genau dabei habe ich das gemacht. Okay? Ja. Okay, so, Samstagabend nach Militant habt ihr erfahren, dass das Festival abgesagt wird. Was meinst du? Ich habe ein Interview gelesen von Marek Lieberberg, dass er wohl alles daran gesetzt hat, dass das Festival fortgesetzt wird. Es hieß, lügt wie gedruckt. Wir haben ja nur die Ansage von ihm gesehen. Er hat eben gesagt, dass die Erlaubnis von der Behörde entzogen wurde. Ja. Und er argumentierte damit, dass es ein größeres Chaos wäre, das Gewitter bzw. das Festival abzusagen, weil dann alle Leute sofort gleichzeitig weg müssen und dass das im kompletten Chaos enden würde. So, ihr seid jetzt Sonntag abgehauen, auf Befehl von quasi von NRW. Wie war denn eure Heimfahrt? Es war jetzt eigentlich okay, weil sie es nachts gesagt haben. Ja, sofort kann natürlich niemand abhauen, ist ja klar. Ja. Das war eh betrunken. Und wir hatten Glück, dass wir davon erfahren haben. Es haben natürlich alle erfahren, die an der Bühne standen. Es haben alle erfahren, die in der Nähe eines Lautsprecherturms gecampt haben. So. Aber normal müsste man es mitkriegen, ja. Also ja. Man ist ja einfach auf einem Konzert oder man hat ja Leute normal, die man kennt. Ja? Ich habe ein Bild gesehen von einem Typen, dessen Zelt noch da stand, der wurde bekifft war und das alles, der dann der Letzte da war. Ja gut, wenn du jetzt natürlich richtig eingeballert hast noch, dann ist es natürlich schlecht, ja. Aber wir hatten ja gestern noch geschrieben, ihr habt ja ganz schön im Stau gestanden. Wie lange habt ihr gebraucht, um vom Platz runterzukommen? Ja, das war geil. 3 Stunden. Und nur um auf die erste kleinere Straße zu kommen. Und es war nicht ein Einweiser auf dem Parkplatz. Es gab einfach gar keinen Ordner auf dem Platz. Die Leute sind einfach so auf einem in 8 Spuren auf einen Punkt zugefahren, wo die Ausfahrt war und mussten sich da selbst da einordnen. Das hat mäßig geklappt, aber alle waren entspannt trotzdem. Es war ungefähr 200 Meter für uns und wir haben von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr für diese 200 Meter gebraucht. Ich habe mir gerade erzählt, bei euch Samstagabend, glaube ich, hat jemand Feuer hingelegt. Ja, das war cool. Ich habe ein schönes Bild von euch bekommen. Ich hatte erst den Eindruck, dass ein Blitz eingeschlagen hat, aber es war wohl irgendwie anders. Nein, wir kamen, also, als das Festival abgesagt wurde, kamen wir auf unser Green Camping Platz zurück. Und ja, es war Feuer im Dixi-Klo. Da war die Kacke richtig am Dampfen. Aber erst war es nur so, es hat nur gedampft, dann war es also komisch. Ja, wir haben das riecht eigentlich nach Plastik. Und dann haben wir so zwischen den Dixis geguckt. Da war ein so ein roter, ganz, ganz heller irgendwie Punkt. Ja, also ich habe gesehen, was das war, aber normalerweise. Es war von der Größe des Feuers ungefähr so groß wie eine Kerze. Es muss eigentlich ein Bengale gewesen sein, weil normal war er ziemlich rot und ist dazwischen geworfen und normal kriegst du sowas nicht zum Brennen, ja, denke ich mal. Aber eine Viertelstunde später war sie nicht mehr so groß wie die Kerze. Ja, dann standen da 2 Ordner am Pavillon. Direkt daneben. Direkt daneben. Und stehen da, was sollen wir jetzt tun? Ja, also gut, zu dem gut, die Leute haben wenigstens aus den umliegenden Dixi-Klos rausgeholt. Das war schon mal gut. Das war ja schon mal eine gute Tat. Aber da wäre eine gute Idee, wenn die demnächst Feuerlöscher hätten. Weil man, aber zu dem Zeitpunkt war das Feuer ungefähr so groß, dass man es hätte mit einer Dose Bier löschen können. Ja. Ich erinnere mich noch, wie wir letztes Jahr unser Feuerchen gelöscht haben. Da hatten wir einen Grill, der außer Kontrolle geraten ist. Da war ich vorbereitet. Hier nochmal die Bilder vom letzten Jahr. Ja! Würdet ihr euch denn eine Entschädigung wünschen vom Festival? Ich würde es jetzt so sehen, ist ja höher Gewalt, da kann er was für, ja. Wenn ich jetzt noch einen Wunsch äußern könnte, alle als Entschädigung, bringt doch nächstes Jahr nochmal die toten Hosen her. Ich gebe dem Veranstalter keine Schuld, die haben ihr Bestmögliches getan. Die haben versucht, es durchzubringen und wenn das Landesministerium oder wer auch immer... Ja, Verbandsgemeinde, das Verbandsgemeinde. Es ist vorbei, dann ist es vorbei und wenn da 70 Leute verletzt wurden, dann ist es so. Ja. Ja, in Deutschland muss man ja so jemand für das Wetter verantwortlich machen. Genau. Wenn ihr Marek Lieberberg jetzt was sagen könntet, was wäre das? Ich finde das mega respektvoll, dass er das mit seinen 70 Jahren da durchzieht, dass er wirklich am Platz steht. Ich glaube auch nicht, dass er so viel Schlaf bekommen hat in den letzten Nächten. Und finde ich einfach top und er soll weiter so machen und wir kommen nächstes Jahr höchstwahrscheinlich wieder. Weil Wendig ist einfach eine geile Location. So, ich komme jetzt mal ganz kurz zu euch ins Bild. Um meine letzte Frage noch mal zu beantworten, das habt ihr ja gerade eigentlich schon gesagt, ihr seid nächstes Jahr wieder dabei.
Ja klar. Also du bist der Andi, du bist dabei. Ich bin der Andi, ich bin auch dabei. Und du bist Rockerring! Ich bin der Michi, ich bin nächstes Jahr auch wieder dabei. Ja, ja, jetzt labern und nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr, da habe ich ja meine Prüfung schon fertig und Glaubt er, wenn er besteht. Ja. Wenn ihr selber bei Rock am Ring wart, schreibt es doch gerne in die Kommentare, wie ihr das erlebt habt. Ich bin sehr gespannt auf eure Geschichten und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ja, den nächsten Festival-Vlog gibt's von uns dreien auf der Gond. Yeah! Wir sehen Gond, uns. Du bist mein Leben! Eine Sache gibt's noch zu erwähnen. Oh. Mich haben 4 Festivalbesucher angesprochen, ob ich sein Bruder wäre. Oh. In diesem Sinne ein Gruß an David, der sich das Video angeguckt hat und uns erkannt hat. Absolut verrückt.